Einfluss. Die Kunst der Überzeugung. Gewinnen von Herz und Verstand. Leute bei den Eiern packen und zudrücken. Santa Blanca, die schlauen Füchse, haben es durchschaut. Kontrolle über das Geschehen reicht nicht. Es braucht Kontrolle über die Geschichte. El Cardinal, ein wahrer Gläubiger Santa Muertes. Will man Leute beeinflussen, ist es ein Vorteil, Gott auf seiner Seite zu haben. Oder in diesem Fall die Knochenlady, die weiße Schwester, der allerheiligste Tod. Santa Muerte selbst. Denn ganz ehrlich, es gibt Dinge, die nicht mal Gott für einen tut. El Cardinal ist im Radio und Fernsehen, gibt Live-Auftritte und Konzerte. Während El Sueño sie durch Bestechung und Furcht kontrolliert, packt El Cardinal sie bei etwas noch Stärkerem. Ihrer Seele. Sie wollen ewiger Verdammnis entgehen? Kein Problem. Zum Glück muss man nur das Santa Blanca-Kartell unterstützen. Das reicht schon. Am anderen Ende der öffentlich-privaten Skala steht Ramon Feliz, der Narkoblogger. Seine ruhige Art täuscht. Er ist der Experte für soziale und digitale Medien. Feliz ist ein tragischer Fall. Er war Journalist und wollte das Kartell als Haufen von irren soziopathischen Drecksäcken entlarven. Aber sie haben ihn umgedreht. Jetzt haut er Kartellpropaganda raus, als hinge sein Leben davon ab. In seinem Blog, in den sozialen Medien. Wenn man nicht auf El Cardinal steht, dann auf Feliz. Beide zusammen sind Yin und Yang der Santa Blanca Einflussmaschine. Das Heilige und das Profane. Das Öffentliche und das Private. Herz und Verstand. Seit er die Macht hat, ist El Sueño verantwortlich für mehr als 7000 Morde, 12000 Entführungen und 17000 verschwundene Personen. Wie kommt es dann, dass er zu den beliebtesten Leuten im Internet gehört? Ich meine, dieses Stück Scheiße hat mehr Likes als Kampf dem Krebs Stiftungen. Wie ist das überhaupt möglich? Nun, ein Grund wäre Ramon Feliz. Santa Blanca Narco-Blogger. Das war nicht immer so. Früher war er mal ein richtiger Journalist. Hat für eine mexikanische Zeitung über Kriminalfälle und die Kartelle berichtet. Bis die Kartelle Journalisten aufs Korn nahmen. Als sie gezwungen wurden, zwischen Berichterstattung und dem Leben ihrer Angestellten zu wählen, hörten die Zeitungen auf, über die Kartelle zu berichten. Also tauchte Ramon ab. Im Schutz der Anonymität startete er einen Blog und nahm sich Santa Blanca vor. Heftig. Vielleicht zu heftig. Sueño warb Hacker von den besten Unis an und ließ Feliz von ihnen aufspüren. Ab da ging es nur noch bergab. Heutzutage schreibt Ramon Feliz nicht mehr über Santa Blanca. Ramon Feliz schreibt für Santa Blanca. La Santera. Es ist una chica loca. Die Braut ist völlig durchgedreht. Früher war sie brav, eine gute Katholikin. Bis sie Santa Muerte fand. Die Knochenlady. Und all in ging. Wenn El Cardinal die wohltätige Seite von Santa Muerte ist, ist La Santera die hedonistische. Des Kartells perverse Version des Heiligen. El Sueño erkennt einen Star, wenn er ihn sieht. Also hat er sich verpflichtet. Predige, Mami. Was gut ist für Santa Muerte, ist gut für Santa Blanca. Er hat ihr in Espiritu Santo sogar ein Heiligtum gebaut. La Santera soll im Kartell für Loyalität sorgen. Je mehr Kartellmitglieder leisten, desto mehr bietet ihnen Santa Muerte. Santa Muerte soll dich vor Kugeln schützen? Schmuggle 200 Kilo. Du willst den Segen ewigen Wohlstands? Wirb 5 von deinen Cousins für Santa Blanca an. Du willst in den Himmel? Töte 10 Feinde. Es ist wie ein Ranking für Arschlöcher. Je mehr du für das Kartell tust, desto mehr tut die Heilige des Todes für dich. Wahre Belohnung für wahre Gläubige. Und glauben Sie mir, La Santera ist eine wahre Gläubige. Wenn Sie keine Narcocorridos hören, sind Sie eine Pussy und von meiner Liste. Narcocorrido ist der Gangster-Rap des 21. Jahrhunderts. Harte Worte, zensierte Musik und der Swagger ist die Show.
Dieser sexy Motherfucker ist El Chido und der weitaus beste Corrido-Künstler der Welt. Seine Verkäufer heimsen jährlich Millionen Dollar ein. Stünde er Santa Blanca nicht so nahe, wollte ich ein Kind von ihm. Dieser charmante Macho schreibt und singt die Corridos, die die Geschichten von Santa Blancas Buchones von Bolivien bis nach Culiacán erzählen. El Chido, echter Name Marcelo Rios, ist kein schlechter Kerl. Er singt nur so. Außerdem ist er Dicke mit den Gangstern von Santa Blanca. Santa Muerte, die Kirche des Kartells, fördert Öffentlichkeitsarbeit und ein Konzert in Malca. El Chido soll die Moral aufpeppen und Santa Blancas Wort verbreiten. Das ist die Gelegenheit, einen Outsider mit Insiderwissen zu schnappen, der alles zu verlieren hat. Wenn wir El Chido tatsächlich auf seine Kumpel ansetzen, singen die Gerichte der gesamten westlichen Hemisphäre uns ein Loblied. Schnappen Sie ihn, aber seien Sie nett. Und lassen Sie die hübsche Visage ganz. Javier Coronel Vallardo ist zu lang, also nennen wir ihn wie seine reichen Freunde. Carcita, er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Gonzalo Coronel Vallardo ist Milliardär und sein Papi gibt Söhnchen alles. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Carcita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Sie wissen, wer das ist, oder? Kleiner Tipp, sie ist in die Reha, wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Carcita bietet dem Kartell mehr als nur Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Und sie sollen dem ein Ende bereiten. Ohne Connections, keine Korruption. DJ Perico, der Papagei. Er träumte davon, ein Mixtape-DJ zu sein. Was eigentlich nur bedeutet, Geld mit den Songs anderer zu verdienen. DJ Perico! Zum Glück für die Musikindustrie hatte das Leben andere Pläne. Straßenjunge mit 13, Crack mit 14. Versuchter Mord mit 15. Bevor er in den Bau musste, floh er nach Mexiko. Er hatte einen Cousin bei Santa Blanca. Durch ihn bekam er einen Job als Sicario, als Profikiller. Wenn die bei Santa Blanca genau hingesehen hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er nichts drauf hat. Ich meine, versuchter Mord. So wie bei den zwei Typen, die er auf den Vordersitzen eines Autos verfehlt hat. Armselig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er jedem im Kartell auf die Nüsse ging und sein Arsch wieder über die Grenze geflogen kam. Allerdings fand El Sueño Gefallen an ihm. Perico war lustig. Er kann keine Pistole abfeuern, aber dafür Worte. Also, guten Morgen, Bolivia! Gab es einen neuen Job. Piratensender. Propaganda über den Aufstieg von Santa Blanca verbreiten. Ein super Tag für Kokain. Aber hey, ist es doch immer. Einen besonderen Gruß an meine Jungs in Pucara, die gerade El Sueños finale Finca bauen. Lass es aber langsam angehen, okay, Jungs? DJ Perico ist Sueños Papagei. Geben wir ihm was Neues zum Plappern.